Kennt ihr das? Ihr habt gerade das Baby zum Schlafen gebracht. Ihr habt das Baby ganz vorsichtig ins Bettchen abgelegt und geht endlich mal duschen. Komm, kommt er aus der Dusche? Ah, da schreit das Baby schon wieder. Und er hat euch nicht mal eine Tasse Kaffee gegönnt. Das kann bestimmt jede Mama nachempfinden. Wieso schläft mein Baby nicht? Wieso schläft es nur 40 Minuten? Zu diesem Thema sprechen wir in diesem Video. Und wenn du Interesse hast, mehr zu erfahren, wieso die Babys nach 30, 40 Minuten aufwachen und unausgeschlafen dabei aussehen, dann bleib bitte dran. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, was die Eltern mehr interessiert als der Babyschlaf. Ich habe seit 12 Monaten nicht geschlafen, keine einzige Nacht durchgeschlafen. Das möchte ich jetzt ändern. Der ist jetzt 12 Jahre alt und eigentlich ist es okay für ihn, die Nacht ohne zu trinken zu schlafen. Ich werde euch ja meine Erfahrungen berichten. Ich werde auch berichten, ob eine oder andere Sache geklappt oder nicht geklappt hat. Deswegen mache ich dieses Video, beziehungsweise es werden mehrere Videos sein. In diesem Video geht es nur um die Ursachen. Denn wenn man die Ursachen kennt, ist das Problem bereits zur Hälfte gelöst. Es ist schon die halbe Miete. Und fangen wir mal mit der Ursache Nummer 1. Das sind die altersbedingte physiologische Besonderheiten. Es ist kein Geheimnis, dass die Babys am Anfang ziemlich viel schlafen, aber dieser Schlaf wird auf mehrere Häppchen quasi über den Tag und Nacht aufgeteilt. Und die Babys schlafen so mal 2 Stunden und dann sind sie mal wieder wach und dann wieder 2 Stunden. Natürlich ist es physiologisch bedingt. Die kleinen Babys, die Neugeborenen, die haben noch ganz kleinen Magen. Die sind wirklich hungrig. Und da muss man sich keine Erwartungen machen, dass wenn das Baby da ist, dass man einfach durchschläft. Die Ärzte sagen, dass bis zum 6. Lebensmonat ist es normal für Baby nachts zu trinken. Das Baby hat wirklich Hunger, das Baby wacht auf, um zu essen. Und natürlich, es gibt andere Gründe, wie Nähe der Mama und so weiter. Aber auch dieser physiologische Grund, dass der Magen so klein ist, dass es wirklich Nahrung braucht. Und so können die Babys diese ganze Nacht ohne Nahrung nicht durchstehen. Und damit man keine falschen Erwartungen hat, empfehle ich da, die Tabellen anzuschauen, wie viele Stunden schlafen die Babys pro Tag. Dann hat man bereits bestimmte Erwartungen und weiß, womit man irgendwie vergleichen kann. Zweite physiologische Ursache ist natürlich der Schlafzyklus. Jeder Erwachsene und das Baby durchläuft bestimmte Schlafphasen. Das sind 4 Schlafphasen. Man sieht hier auf dem Bild, das sieht wie ein Zapfen. Ja, das ein Zapfen ist eine Schlafphase. Und man fängt mit einem leichten Übergang zum Schlaf. Das ist diese Phase, wo man gerade sich wegdriftet. Und dann übergeht man in die nächste Schlafphase, wo man ein bisschen tiefer schläft. Hat auch noch Gliederbewegungen und Augenbewegungen und ist noch nicht total entspannt. So, und dann übergeht man zu einer tieferen Schlafphase. Und endlich kommt man in eine Tiefschlafphase, wo die Atmung ganz ruhig ist, Herzschlag ist richtig niedrig im Vergleich zum Wachzustand. Die Körpertemperatur ist auch gesunken und man bewegt sich kaum. Und auch die lauten Geräusche können den Menschen kaum wecken, weil man total in dieser Tiefschlafphase ist, was super wichtig ist, auch für die Babys. Und dann langsam kommen wir wieder hoch und dann beginnt die REM-Phase. Das ist, wenn die Babys zum Beispiel Grimassen machen, wenn die Babys so Engelslachen hat im Schlaf. Die Augenlider bewegen sich, die Babys träumen auch. Und dann erwacht das Baby ganz kurz. Und nicht nur das Baby, auch Erwachsene, wir erwachen auch. Nur der Unterschied ist, dass wir Erwachsene können ganz schnell in den nächsten Schlafzyklus übergehen. Wir können die Schlafzyklen sehr gut verbinden. Vielleicht richten wir unser Kissen, drehen sich auf eine andere Seite und dann gehen wir in einen zweiten Schlafzyklus. Aber die Babys schlafen ein bisschen unruhiger und wenn sie in dieser Aufwachphase sind, können sie tatsächlich aufwachen und können sich dann nicht mehr in den Schlaf finden, nicht in diesen zweiten Schlafzyklus. Und der Schlafzyklus von Baby dauert gerade 40 Minuten. Da ist es. Da ist es. Wieso das Baby wacht nach 40 Minuten auf? Weil er hat gerade nur einen Schlafzyklus geschlafen. Was noch? Die physiologischen Bedingungen sind zum Beispiel Wachstumsschübe.
Es gibt solche Begriffe wie Schlafregression. Es zeichnet sich dadurch aus, dass man sieht, das Kind hat super, super geschlafen, immer toll, man hat alles im Griff und plötzlich schläft das Kind nicht. Plötzlich wacht es ständig auf, plötzlich schläft es nachts nicht so gut. Und es gibt bestimmte Alter, wo diese Schlafregressionen zutreffen, zum Beispiel 4 Monate, 8 Monate. 12 Monate, 24 Monate ist im Prinzip dort, wo die Babys und Kinder besondere Fähigkeiten aneignen. Zum Beispiel die Babys lernen krabbeln oder die Babys lernen laufen oder die Babys lernen sprechen. Und das sind die besondere Fähigkeiten, besondere physiologische Prozesse, die im Körper durchlaufen. Und das hält das Baby davon ab zu schlafen, weil das ist so viel Information, was verarbeitet wird. Und da sind die Schlafregressionen und darüber soll man auch wissen und einfach das mit Ruhe nehmen, weil nach 1-2 Wochen wird das wieder vorbei sein und dein Baby schläft wieder gut. Ursache Nummer 2, da sind gesundheitliche Aspekte von Baby, aber auch von der Mama. Da ist ein Punkt, dass du vielleicht mit deinem Kinderarzt erstmal abklären sollst, ob dein Baby wirklich gesund ist. Vielleicht gibt es irgendwelche gesundheitliche Aspekte, die dein Baby davon abhalten, gut zu schlafen. Zum Beispiel das Baby hat, wenn das Erkältung hat, schläft es nicht so gut. Die Nase ist zu, man kann nicht so gut atmen, ich schlafe selber nicht so gut. Oder das Baby hat irgendwelche chronische Krankheiten oder irgendwelche Entzündungen, Blasenentzündungen, können die Babys auch haben. Deswegen, wenn ihr merkt, dass das Baby plötzlich ganz schlecht schläft und unregelmäßig, vielleicht soll man das einfach beim Kinderarzt abchecken lassen, ob das Baby tatsächlich gesund ist. Was dazu kommen könnte, sind die Babykoliken, Bauchweh. Und das ist in den ersten 3 Monaten von deinem Baby ist die häufigste Ursache für einen schlechten Schlaf. Und das ist auch ein gesundheitlicher Aspekt, was man einfach akzeptieren muss und vielleicht dem Baby helfen muss, die Gase loszuwerden. Ich habe auch bereits ein Video dazu gemacht, das werde ich jetzt verlinken. Und da kannst du nachschauen, was sind meine Tipps und Tricks, was ich gemacht habe, als meine Kinder Koliken hatten. Aber auch die Gesundheit von Mama ist ganz wichtig, weil die Babys sind sehr eng mit der Mama verbunden und die Babys spüren alles. Und wenn die Mama aufgeregt oder genervt oder vielleicht in einer schlechten Stimmung ist, das merken die Babys alles und die werden auch unruhig. Die sind mit Mama verbunden und das hat natürlich auch Einfluss auf deren Schlaf. Eigener emotionaler Zustand einen großen Einfluss auf Baby hat. Dritter Aspekt bzw. Ursache für einen schlechten Babyschlaf sind die Schlafbedingungen. Wie schläft dein Baby? Was sind die Bedingungen? Schläft das Baby im Bettchen, im Schlafzimmer oder schläft das Baby im Kinderwagen? Genauso im Auto oder überall, wo das Baby in Bewegung bleibt oder wenn das Baby geschaukelt wird ständig auf dem Pizziball oder auf den Händen. In Bewegung wird das Baby ständig geschüttelt und das gibt Signale zu dem Hirn, dass das, man noch unterwegs ist. Der Körper kann die Muskulatur gar nicht entspannen und man kommt gar nicht in diese Tiefschlafphase. Aber die Tiefschlafphase ist sehr, sehr wichtig, besonders für das Baby. Weil dort werden die Wachstumshormone ausgeschüttet. Neben der Hormonausschüttung für Wachstum in dieser Tiefschlafphase erfolgen auch andere Prozesse wie Zellregeneration oder Stärkung des Immunsystems. Also wie ihr seht, diese Tiefschlafphase ist ganz, ganz wichtig für das Baby, aber auch für Erwachsene übrigens. Und da muss man alles tun, damit das Baby wirklich in diese Tiefschlafphase geht und Kinderwagen ist nicht der beste Freund dafür. Zu den Schlafbedingungen kommt natürlich auch zum Beispiel solche Ursachen wie volle Windeln oder dem Baby ist zu warm oder zu kalt. Da muss man natürlich auch schauen, wie die Temperatur im Zimmer ist, wo das Baby schläft, was macht die Helligkeit im Zimmer. Es muss eigentlich ganz, ganz dunkel sein. Das ist die beste Bedingung für einen gesunden, guten Schlaf. Und andere Aspekte wie Luftfeuchtigkeit, Zimmertemperatur, frische Luft und so weiter. Die vierte Ursache, die ich heute noch angehen möchte, ist die richtige Organisation, der richtige Tagesablauf, wie man Schlaf- und Wachzustand organisiert, ob man bestimmte Rituale hat, ob man einen Tagesrhythmus hat. Das ist ganz, ganz wichtig für die Babys, weil die Babys haben nicht so, dass wenn sie jetzt Mittagsschläfchen verpasst haben, werden sie das nachts nachholen. Nein, die werden es nicht nachts nachholen, sondern die werden noch schlimmer nachts schlafen. Der ganze Regenerationszyklus für Baby dauert 24 Stunden und man soll das als eine Einheit sehen. Wie viele Stunden hat mein Baby an einem
Tag, also 24 Stunden lang geschlafen. Weil wenn das Baby jetzt schlecht tagsüber schläft, wird es garantiert auch schlecht nachts schlafen. Deswegen ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass man einen bestimmten Tagesrhythmus implementiert, dass man einen bestimmten Tagesablauf hat, dass das Baby bestimmte Zeiten hat. Und ich rede hier über die Babys ab dem sechsten Monat. Bis zum sechsten Monat hat man keinen Tagesablauf, hat man keinen Rhythmus. Das Baby ist noch in dem Prozess, dieses Rhythmus zu finden. Aber ab dem sechsten Monat kann man bereits bestimmte Zeiten merken, wenn das Baby müde ist, wenn das Baby schlafen will. Und ganz, ganz wichtig, diese Anzeichen von Müdigkeit nicht zu verpassen, damit das Baby rechtzeitig ins Bett gebracht wird und dementsprechend besser einschlafen kann und besser schlafen kann. Weil wenn die Mama diese Anzeichen von Müdigkeit verpasst, dann ist das Baby irgendwie aufgedreht, es wird Cortisol ausgeschüttet und das Baby kann überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen und wahrscheinlich fängt das Baby an zu quengeln und zu weinen, dann wird es noch mehr Cortisol ausgeschüttet und dann ist es ganz, ganz schwierig, das Baby in Schlaf zu bringen. Dann kann es stundenlang dauern, also wenn ihr merkt, dass es sehr, sehr lange bei euch dauert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz hoch, dass ihr einfach nicht rechtzeitig das Baby ins Bett bringt. Im nächsten Video werde ich darüber reden, welche Schritte man unternehmen kann, damit man die optimalsten Bedingungen für das Baby schafft, dass das Baby besser schläft, dass das Baby länger schläft, dass das Baby die Schlafzyklen besser verbinden kann und längere Nickerchen macht und möglicherweise, dass das Baby selbstständig einschläft und ohne Mamas Hilfe schlafen kann. Ich bin gespannt. Ich werde selbst das alles testen und hier berichten. Wenn du Interesse hast, das zu verfolgen, bitte abonniere meinen Kanal. Vergiss nicht, mir einen Like zu setzen. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und du bist die beste Mama für dein Baby. Denk bitte dran. Bis dahin, tschüss.